Gut, gut. Dann kümmern wir uns mit Sachen gleich am besten mal. Wobei ich vorher noch kurz überprüfen wollte, ob die Kisten hier alle okay sind. Ja. Gut. Also nicht, ob sie beschränkt sind oder nicht. Da sind bestimmt noch Fehler drin. Sondern einfach nur, ob alles schön blau und gute Kisten sind. Das ist schon mal gut. Jetzt nach oben die Fabriken checken. Und danach bin ich weiter am Aufräumen und Umräumen und die ganzen Sachen machen, die ich am Ende der letzten Folge gesagt habe. Wobei auch noch Kommentare gekommen sind, die sehr hilfreich waren. Zum Beispiel bei den Forschungsanlagen habe ich momentan drin, dass 200 grüne und rote Tränke vorhanden sein sollen. Da aber die Roboter immer so arbeiten, dass sie das nächste Ziel zuerst befüllen, haben wir wahrscheinlich jetzt eine Kiste mit 200 und dafür recht viele andere Kisten, die halb leer sind. Was nicht schön ist. Deswegen soll ich das auch noch beschränken. Und das ist echt viel Bauxit. Sauber. Ja, das war eine sehr gute Idee mit diesem Mini-Außenposten. Das heißt, wir haben jetzt keine wirklichen Probleme mehr, was Alu angeht. Und ja, Charged Chunks brauche ich eigentlich gar nicht so wirklich. Weil ich mich noch nicht so sehr... Was ist hier? Der Todeskreis hier. Ja, Charged Chunk brauche ich noch nicht so in den Massen, weil ich halt mit den ganzen Yoki-Sachen noch nicht so mich auseinandergesetzt habe. Reparier das mal hier. Ja, das braucht eine Weile. Wow. Hast schon eine Menge ausgehalten, ne? Das muss so ein 1000% Geschwindigkeitsangriff gewesen sein. Wobei ich die Geschwindigkeit gar nicht hochgesetzt habe, seitdem ich die Basen hier gesetzt habe, oder? Sehr komisch. So oder so, ein bisschen reparieren kann ich schaden. Und Forschung ist durch. Für den Electric Chemical Furnace, damit wir auch das automatisieren können. Sehr schön. Robotergeschwindigkeit? Oh, mach mal. Es gab bestimmt irgendwas anderes, was der Girogon in der Vergangenheit lieber gemacht hätte, aber der ist nicht mehr da. So, nimm das mit, nimm das mit, nimm das mit. So. Tin. Hatten wir nicht deswegen das Ganze hier überhaupt erst angefangen? Du bist Drolith, ja. Dann mache ich mal den Rest mit voll. Ja, ich glaube, so hat es angefangen. Ich gehe jetzt los und ich suche jetzt Tin und mache Außenposten. Damit wir Tin bekommen. Das nicht alles replizieren müssen. Ich habe alles gemacht, außer Tin zu holen. Das heißt, ich sollte, nachdem ich das alles jetzt abgeliefert habe, mehr von den Lasertürmen bauen. Die ich gerade nicht bauen kann, weil Steinziegel fehlen. Ja, also mehr von den Lasertürmen bauen und dann hier unten, wo dieses riesen Tinfeld ist, da so ein, genau so einen Außenposten bauen wie da oben auch. So, jetzt... Okay, liefern wir erstmal das hier ab. Du, bam, dich, wow, 1000. Okay, das sind echt große Stack-Sizes bei Yoki. Also auch bei der Munition und so weiter. Superoxid war... hier? Hier. Superoxid. So, Rutil. Rutil war... zusammen mit irgendwas anderem und dann zu Titan. Ich weiß noch nicht, was das andere war. Dann wollte ich auch noch die Steinzahnräder überprüfen. Ich hätte gerne alle davon. Ich hätte gerne ganz viele Roboter. Ich hätte gerne Draht. Immer vorrätig. Ich hätte gerne mehr Logistik-Slots. Ich hätte gerne bald die lila Tränke, die ersten. So 100 Stück, damit ich irgendwelche tolle Forschung machen kann. Oh, ein Roboterbonus. Ja, die hätte ich auch immer ganz gerne. So, die Farm hier ist jetzt leer, kann also abgerissen werden. Schön. So. Ein Angriff da oben, das ist okay. Das andere Rutil, hatte ich das eingelagert? Ich glaube schon. Oder habe ich schon irgendwann irgendwo eine Titananlage gebaut? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, also einfach hier irgendwo da. In die Kisten und gut ist. Was zerstört? Ja, war nur ein Angriff. So, Roboter sind schon ein paar da. Lasertürme. Bauen wir 5 Lasertürme, damit wir später daraus die anderen Laser... Oh,
wir haben schon noch. Fehlen nur Steinziegel. Und wahrscheinlich Kohle wieder. Habe ich denn Stein? Nimm dir das Holz raus und ich hätte gerne Stein. Fliegt irgendjemand zu mir mit Stein? Haben wir überhaupt genug Stein? Also ich weiß, dass es jetzt unten angeschlossen ist, richtig? Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Da kommt Stein. Oh. Achso. Ja, Stein habe ich, nur keine Steinziegel. Ah, okay. Was mich wieder auf das Thema bringt mit den Schmelzöfen für alles Mögliche. Das sollte ich echt jetzt machen. Ja. Bau's auf und dann gucken wir, ob das Muster einigermaßen passt. Oh, wieso war's schnell? Die mehr Tragdinger kosten wieder zu viel Lila und Blauzeug, ne? Wo sind die mehr Tragdinger? Da sind die. Ja, 300 blaue und 300 lila, ne? Das ist ein bisschen happig. Mach mal. Gedöns. Für später irgendwann mal. So. Du. Ich teste. So müsste es aussehen, wenn es genauso sein soll wie da oben. Das heißt, jetzt müssen wir noch die Schmelzöfen hier anpassen. Ich glaube, so hatten wir das da hinten gelöst. Das sieht jetzt aber nicht so schick aus, ehrlich gesagt. Ja, so ist mir lieber. Ist zwar nicht ganz so, ne, kompakt und super effektiv und was weiß ich, aber es gefällt mir mehr, weil es halt mehr zu diesem Vierer-Set-Ding da passt. Das heißt, dip. Rot war oben rechts oben. Dim, dim. Und unten links unten. So, wofür brauchen wir jetzt die Schmelzöfen? Wir brauchen sie für Steinziegel. Das heißt, wir hätten hier gerne eine Requester-Chest für Stein. Und wir hätten dich gerne beschränkt auf 4 Stacks. Blub, blub. So, dann Sonderschmelze, wo wir alles reintun, was normal ist. Was wäre das? Das wäre dann wahrscheinlich sowas hier wie Blei, Gold, Silber. Aber wenn wir mehr brauchen als nur einen. Die Sonderschmelze machen wir, wenn dann hier unten. Also machen die beiden mal so, dass da alles Mögliche reinkommt. Wie zum Beispiel Gold. Und Silber. Und Tin. Ich bin mir gerade bei Gold und Silber nicht so sicher. Alles okay da oben? Ich glaube schon. Also bei Gold und Silber bin ich mir sicher. Wegen dem Elektrum. Warte mal, Forschung. Ah, als wird aus Platten hergestellt. Okay, dann ist alles gut. Ich dachte nur kurzfristig, dass es vielleicht aus dem Erz gemacht werden muss und nicht aus den Platten. Dann hätten wir ein Problem. Nee, gut, dann kann das alles da rein. Wobei ich jetzt... Da fehlt eine Menge, kann das sein? Gem Processing. Warte mal, lass mal ein bisschen das rote Tränke und Dingetränke da sich erholen. Ja, es kommt mir vor, als wenn eine Menge fehlen würde. Ich gehe nochmal hier oben rum durch. Die Sachen lassen wir nicht unbedingt einschmelzen, jedenfalls nicht hier. Rare Earth theoretisch später auch, aber momentan haben wir eine schöne Anlage, und nicht funktioniert, da müssen wir nichts extra machen. Num, 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 num. Kobalt bauen wir gar nicht ab. Aber komm, hau Kobalt mit rein, das werden wir später brauchen. Bauxit wird verarbeitet. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Nickel machen. Quarz. Was machen wir mit Quarz, wenn es eingeschmolzen wird? Wir haben irgendwo eine Quarzanlage, das weiß ich, das da. Ich glaube, das war Quarz. Das geht dann hier runter und wird hier verarbeitet zu den Zäpfchen. Also sollten wir es nicht einschmelzen. Was passiert, wenn man Quarz einschmilzt? Tu mal hier Quarz rein. Wir kriegen Glas, genau wie bei Sand. Ja, nee, das ist nicht besonders toll. Danke. Okay, machen wir erstmal das und das. Das und das. Das heißt, das hier unten sind unsere Sonderschmelzöfen.
Auch wenn er nicht besonders viel angeflogen kommt. Was noch? Könnt ihr theoretisch eins für Glas machen, aber Glas brauchen wir momentan gar nicht so viel. Stahl. Ja, die Stahlschmelzen sollten auch hier hin, aber dafür hätte ich gerne einen eigenen Viererblock. Oh, ja, Viererblock. Weil früher oder später werden wir das alles brauchen. Das heißt, das hier wird erstmal pausiert. Die nehme ich mit. Dann kann das hier auch alles weg. Diese ganze Kladderadatsch. Wir werden echt häufig darüber angegriffen, verdammt nochmal. Ach so, genau. Ich wollte auch für Eigenbedarf schnell hier Ziegel abholen für die Türme. 5 Stück. Go, go. So, Stahlschmelzöfen. Öfen. Oh, Jungens. Na, wir kriegen wenigstens schön viele Alien-Artefakt-Fragmente da oben. Durch das Ganze töten. Und ich brauche Kisten. Kisten. Türme brauchen noch. Das hier ist alles cool. Dann nutze ich doch mal jetzt die Zeit und organisiere das Abreißen. Das heißt, ich ordere Roboter hin und her. Diese 5, 6 Stück, die da arbeiten. Also das zum Beispiel alles weg. Das da weg. Das da weg. Werden die Platten auch gleich mit aufgesammelt? Also auch gleich mit dem X markiert? Ja, werden sie. Ach, ihr seid so doll, Roboter. Die da auch weg. Rest ist okay. Erze kommen nicht nach ganz hinten durch, aber das ist okay. Was sagen eigentlich unsere Vorräte an Eisen und Kupfer? Eisen 29.000, Kupfer nur 12.000. Also wir sollten demnächst dann, wenn wir wieder an denen hier arbeiten, ein paar auf Kupfer zurück umstellen. Ne, nicht umstellen, einfach neue bauen und... Ja, hier. Die zum Beispiel können wir aus Kupfer machen. Das ist eh der eine, der noch fehlt, ha? Also wir setzen dich mal hier hin. Du machst bitte Kupfer. Fließbänder. So. Du bist echt flott. Quantum Replicator. Da brauchen wir noch eine Menge von, ne? Ja, das sind sogar noch die ganz alten hier. 0,5. Eklig. Rote Fließbänder müssten auch nochmal einmal durchgehend gemacht werden. Das war noch ein schönes Ziel. Dann die Kohleanlage nicht unbedingt hier lang laufen lassen, sondern direkt hier eine Kiste schmeißen. Das wäre auch irgendwie ganz schick. Komm mit. Dann bräuchten wir allgemein mehr Kisten für Kohle. Weiß ja nicht. Ist okay. Also ich könnte theoretisch jetzt einen riesen Vorrat an Kohle anhäufen, aber ich weiß nicht, ob wir das so super doll brauchen. So, weiter Abreiß beauftragen. So, das bitte weg. Was ist mit dir? Wofür warst du zuständig? Achso, du bist der Recycler. Ja, super. Dann kriegst du hier eine Provider-Chest. Du brauchst Strom. Bitteschön. Wie jetzt? Hä? Warum arbeitest du nicht? Da ist ein Ärmchen. Da ist eine Kiste mit Zeug. Achso, kannst du das nicht recyceln? Nee. Ah, die Mods sind nicht kompatibel. Das ist schade. Aber die hier müssen noch Vanilla sein. Small Electric Pole? Ja. Hä? Okay. Magst die Kiste nicht mehr. Oh, achso, kaputte Sachen wahrscheinlich nicht. Ach. Ja, das macht es ein wenig lästig. Na gut, ich schaffe das schon irgendwie. Die Sachen müssten theoretisch alle nach oben gebracht werden. Wie viele Roboter haben wir gerade frei? 65. Okay. Tut mir leid, Jungs. Ihr habt jetzt viel zu tun für eine ganze Weile. Ist da Sand drin irgendwo? Sand soll... Ja, hier. Gib mir Sand. Rest ist okay. Wieder ein Angriff oben links.
Oh, und Kisten und Gedöns ist fertig. Ja, 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 ja. So viel zu tun, so viel zu tun. Aber das muss ich jetzt machen, weil sonst vergesse ich das, dann haben wir, keine Ahnung, 10 Folgen lang keinen Stahl. Das wäre nicht so wirklich toll. So, so. So. Du hättest gerne einfach nur Eisenplatten. Eisenplatten. Du wärst gerne beschränkt. Auf 2 Stacks.